Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Hunter. Heute nochmal hier auf Timmergold Trails. Hier erstmal, Freunde. Ne? Genau das. Aufbruch zur Jagd. Und unser Freund Toffel ist heute mal mit am Start. Ich glaube, den hatte ich hier noch gar nicht dabei. Also, heute ist er da. Mal gucken, ob er was zu tun bekommt. Ich werde primär mit der 308 schießen. 340er nur für Grizzlies. Und dann müssen wir gucken, ob wir vielleicht auf dem Wapiti eine Nachsuche brauchen. Aber noch haben wir die Monster-Wapitis. Ist immer noch Halloween. Heute ist sogar Halloween, tatsächlich. Wo ich das gerade aufnehme. Aber ich werde natürlich erstmal wieder versuchen, hier unten Richtung Hochsitz zu marschieren. Und dann mal sehen, ob da irgendwas zu finden ist. Kann ich eigentlich auch direkt mal testen, wie das mit Toffel ist, wenn der da unterm Hochsitz liegt. Ob der da abspringt. Abspringen ist gut, ob der da rumrennt wie so ein HB-Männchen oder ob der mal auf dem Platz bleibt. Das ist natürlich eine gute Frage. Ich sollte vielleicht aber auch mal meinen Geruchsneutralisierer drauf machen. So. Haben wir das auch soweit? Heißt, wir können gut vorbereitet in die Jagd gehen. Mit unserem kleinen Freund hier. Ich musste mal so eine Warnweste kaufen. Ne? Damit du gut sichtbar bist, Kleiner. Geht da nicht, dass er hier wie so eine Kuh durch den Wald rennt. Hinterher wird er noch gefressen von so einem Grizzly. Das wäre auch lustig, wenn die Grizzlys die Hunde angreifen würden, ne? Aber noch lustiger wäre das, wenn die Hunde den stellen würden. Aber ich glaube, im Zweifel passiert einfach gar nichts. Ich glaube nicht, dass sie das implementiert haben. So, gleich kommen wir unten in den ersten kleinen Wald rein. Wo dann meistens auch schon das erste Tier steht. Das heißt, wir bleiben noch ein bisschen drauf. Und warten noch kurz ab, ob da sich irgendwas zu erkennen gibt. Oder ob wir da doch warten müssen, bis wir ein bisschen weiter vorangeschritten sind, um dann ein Tier zu finden. Ich muss leider hier gehen. Ich würde auch ganz gerne eigentlich auf der anderen Seite langlaufen. Hier würde ich eigentlich gerne jagen. Weil hier unten so ein paar schöne Wiesen und Felder sind und auch ordentlich Grizzlies. Aber, Freunde, da kriege ich immer einen Crash mit pinken Bäumen. Und ich kann euch sagen, das ist nicht schön. Für die Aufnahme noch weniger. Deshalb muss ich mich leider vermehrt hier rechts oder in den Bergen aufhalten. Ich glaube, in der Mitte geht es sogar auch noch. Aber sobald ich da unten links in die Ecke komme, keine Ahnung, kriege ich pinke Bäume und das Spiel stürzt mir ab. Ich habe ja einen Tag noch gezockt. Wann war das denn? Gestern, glaube ich. Und ich habe natürlich vergessen, mein Passwort zu, mein Server zu sichern, wie wir gerade sehen. Auch schön. Ist ja nicht das erste Mal. Passiert mir in letzter Zeit relativ häufig. Aber gut. Solange mir keiner hier hinterher rennt, ist mir das auch egal. Und zur Not werden sie halt gekickt. So einfach ist das, Freunde. Ja. Aber hier kommt gerade gar nichts, glaube ich. Heißt, wir können erstmal einen Cut setzen und sehen uns dann gleich wieder. So, bin gar nicht weit gelaufen. Vielleicht 100 Meter oder so. Und dann ruft er doch der Grizzly. Den markiere ich mir mal kurz. Und dann werde ich mal mit Toffel losmarschieren. Da ungefähr ist er. Da bin ich mal gespannt, wie sich das mit dem Hund jetzt hier verhält. Was hat denn da gerade gerufen? Ach, das ist eine Fliege oder sowas. Mücke. Ich denke schon. Was ist das denn? Was sind das für Spuren? Wahrscheinlich Wapitis, wie das aussieht. So viele aufeinander. Ja.
Da sind Wapitis. Die sind aber in eine andere Richtung gezogen. Heißt, mit denen kann ich gerade leider nichts anfangen. Und ich will jetzt auch nicht den Bär hier ablegen. Die Bärenfährte. Weil ich natürlich versuchen möchte, den zu finden und dann auch direkt zu erkennen, welche Spur das ist. Aber das war ganz schön viele Wapitis hier, ne? Wobei vielleicht auch nur 3 Stück und die sind halt die ganze Zeit hintereinander hergelaufen. Das kann natürlich auch sein. Aber sieht schon nach ein paar mehr aus. Aber der Wald ist hier echt nicht so geil, ne? Der ist schon ein bisschen dicht hier im Unterholz. Ich hoffe mal, das geht gut mit unserem Freund hier. Mit Toffel neben mir. Und mit dem Grizzly gleich voraus. Da ruft auch noch ein männlicher Wapiti. Ja, komm. Ich will zumindest sehen, wo der steht. Okay, der steht da unten im Süden. Aber ich werde gleich eh schießen auf den Grizzly, von daher wird er wahrscheinlich eh flüchten. Ich dachte gerade, ich hätte links Schritte gehört, aber war nix. Vor allem, ich höre es halt auch mal Toffelschritte, ne? Das macht natürlich die Sache unwesentlich komplizierter. Aber hab mir gedacht, Toffel will auch mal hier Tilmagold Trails sehen. Also darf der auch mit. Komm, scheiß auf, ich laufe jetzt einfach dahin. Da ist er. Da ist er. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir ernsthaft in den Baum geschossen haben. Wundert mich, dass der abgesprungen ist. War da ein Baumstamm hinter? Oh, da war ein Baumstamm hinter. Oh, haben wir den getroffen oder was? Ich ahne Schlimmes. Wobei, das hier könnte. Doch, haben wir getroffen. Lunge Herz, oder? Jawohl. Komm, Toffel. Warte mal, wie geht das denn nochmal? V ist es nicht, ne? Doch, ist es V? Ja. Dann zeig mir mal, wo der Bär ist, mein Freund. Wird wahrscheinlich nicht weit gekommen sein. Und dann haben wir ihn auch schon erledigt. Und der Wapiti wird wahrscheinlich. Ja. Genau, bis hinter die Tannenzweige gekommen. Doch, richtig weit wieder. Ja, feiner Toffel. Fein. Komm hier. Komm. So ein Leckerchen. Okay, ich habe kein Leckerchen mit. Dann mach Sitz. Okay, mach keinen Sitz. Dann suchen wir uns mal einen Grizzly hier. Was haben wir da? 16, oder so, oder der kleinste von den kleinen. Den wir hier bekommen haben. Warte mal, ich will, dass du Sitz machst. Wie geht das denn nochmal? Ich glaube, das geht so gar nicht, ne? Weiß ich nicht. Irgendwie ging das, aber ich weiß nicht mehr wie. Aber wie kriegen wir denn hier den Grizzly gut positioniert, Freunde? Na, halt den Kopf da irgendwie runter. Okay, ich glaube, der will nicht. Ich glaube, der will nicht. Na gut, dann drehen wir halt Toffel ein bisschen rum. So, stellen wir den daneben. Ah, der Grizzly, der will einfach nicht nach vorne gucken. Der ist ein bisschen kamerascheu. Ich sage euch, das ist echt eine Seuche mit denen. Aber so geht es ja. Eine Seuche mit den Trophy Shots. Aber das ist in Ordnung, das nehme ich. Und dann können wir gucken. Das eine müsste eigentlich der Wapiti hier gewesen sein, oder?
Das hier ist der dann. Aber da schreit gerade ein Bock. Ein Maultierhirsch am Hochsitz. Versuchen wir da mal hinzukommen, würde ich sagen. Wenn er sich denn schon anbietet, dann werden wir den halt bejagen und den wir Pity immer außen vor lassen. So nett ist der Teddy gar nicht. Nur 16 ist natürlich ein bisschen klein. Wo ist er denn jetzt? Müsste eigentlich hinter den Tandikungen sein. Und das heißt, ich brauche eigentlich nur hier durchpirschen. Wenn er dann neben dem Hochsitz steht, ist er so, glaube ich, fast auf der freien Fläche, oder? Müsste eigentlich schon fast sehen können. Ja, ich schleiche mal da vorne bis zur Tanne. Dann sollte der da eigentlich relativ zeitnah erscheinen. Ich könnte ihn auch schon mal callen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass er mir dann zu nah entgegenläuft. Aber Toffel ist schon sehr gut erzogen. Schleicht hier schön hinter mich her. Also im Schleichmodus ist er auf jeden Fall ein braver Hund. Da vorne steht er. Da zieht er gerade auf die Weide, auf die Wiese. Und das heißt, wir können den gleich relativ gut sogar von hier bejagen. Schön die Breitseite vor uns. Und trotzdem springt er ab. Habe ich den zu weit vorne angesetzt? Na gut, dass ich heute Toffel mitgenommen habe. Ich schieße heute wieder wie mein... Wie der beste Jäger aller Zeiten. Das wollte ich sagen. Na, da müssen wir mal gucken, was wir da jetzt getroffen haben. Könnte ich sein, dass ich da zu weit vorne dran war. Hier ist der... Ist das der Wapiti, den wir schon hatten? Ne, ist ein... Ach, ein Maulti hier schon noch. Oh Gott. Das war natürlich auch dann dumm von mir, die Spur überhaupt anzunehmen. Aber egal, ich habe ja ungefähr den Anschluss markiert. Den werde ich schon finden. Aber ohne Witz, wenn wir den wirklich in den Organ getroffen hätten, mitten im Leben, dann wäre er auf jeden Fall tot, glaube ich. Und dann wäre der nicht so weit gegangen, weil voller Breitseite mit der 308 da drauf knüppeln, da ist aber vermutlich beide Lungen durch, würde ich sagen, auf die Distanz. Deshalb befürchte ich fast, dass wir da nur einen Körpertreffer tatsächlich haben. Aber wir haben ja Toffel am Start. Und der wird uns das schon verraten, ob der verendet ist oder nicht. Ja, ist aber tatsächlich Lunge. Also weit ist er nicht gekommen. Wundert mich, dass der überhaupt gegangen ist. Habe ich dann echt nur eine Spur erwischt? Nur eine Spur, schon nur eine Lunge? Und da callt direkt der nächste, Freunde. Das läuft da hier wieder. Oh. Und der andere liegt da vorne irgendwo. Das heißt, ich werde ihn jetzt mal auf den Hochsitz setzen. Und warten, dass der vorbeikommt. Hey, wo ist er denn? Hier ist er, ne? Hier rechts müsste der sein. Hier war schon da ordentlich Action, sehen wir schon an den ganzen Fährten. Echt nur eine Lunge getroffen. Das wundert mich ein bisschen. Was haben wir denn hier für Fährten? Bei Pittys. So, mein Freund, du musst leider hier bleiben. Und ich gehe nach hier oben. Jetzt gucken wir mal, wie brav Toffel da liegen bleibt. Während ich hier versuche, den Bockrand... Ach, vorne war schon. Während ich versuche, den Rand zu callen, aber ich sehe ihn schon da im Wasser stehen. Ne, das ist ein Wapiti. Aber ich habe nichts mit, was leise schießt. Aber ist auch nur ein weiblicher.
Heißt, den können wir eigentlich vernachlässigen. Oder habe ich was mit? Ne. Pfeile habe ich mit. Kann ich nach ihm werfen oder so? Keine Ahnung. Bringt mir aber gerade relativ wenig. So, lass mal den mal weiterziehen. Und genau der, der da callt, den wollen wir haben. Ist aber noch ein gutes Stück weg. So, mal hier antworten, ne? Ist ja unfreundlich. Mann, der ist irgendwo hinter den Bäumchen da. Aber dafür, dass ich laut schieße, muss ich ganz ehrlich sagen, ist hier schon noch viel wild, ne? Also, bin ja bis jetzt ohne Cut fast durchgekommen. Bis auf den Anfangscut, den ich mir eigentlich aussparen könnte, aber du weißt halt nie, was in den nächsten 100 Meter passiert. Also, das ist schon mal ganz ordentlich, das muss man ja mal sagen. Echt nicht so schreckhaft, die Tierchen hier. Aber du müsst doch gleich da zwischen den Bäumen irgendwo durchkommen, oder? Ich markiere mir mal so eine Stelle da, damit ich mal weiß, wo das auf dem GPS ist. Ja, also lange dauert es nicht mehr, dann sehe ich den zwischen den Bäumen. Heißt, ich werde den nochmal rancallen. Kurz mal abchecken, die anderen beiden sind weit genug weg, da kann nichts passieren. Nositz ist immer hier gefährlich, wenn man hier jagt. Dann ziehen immer ganz viele von der Hütte da hier lang, zack. Und dann ist auch schnell mal ein Wild vertrieben. Aber da kommt unser Hirsch rausgezogen. Hinter den Bäumen ist aber auch nicht der größte. Aber egal. Hirsch ist Hirsch. Heißt, wir können ihn eigentlich schon beschießen. Denn ich habe ja eh hier die 308. Ich brauche gar nicht warten. Wie mit dem Bogen. Wobei. Warte ich nochmal. Aber Toffel bleibt unten liegen. Also der macht nichts. Deshalb wollte ich eigentlich warten. Weil ich gerne sehen würde, wie sehr sich verhält. Aber ich kann ihn auch eigentlich schießen. Komm, jetzt näher, das nächste Mal, wenn er stehen bleibt, werde ich den einfach schießen und dann muss ich mal gucken, ob Toffel beim Schuss auch sitzen bleibt. Da tut er sonst, glaube ich, nicht. Ach, ich glaube, solange ich in der Nähe bin, oh, durch die Büsche wieder durch. Aber er liegt und dahin springt noch irgendwas ab. Dahin ist irgendwas abgesprungen. Glaub ein Wapiti. Ich meine, es war ein Wapiti. Ich habe es nicht genau gesehen. Bumm um Unfall. Ja, das tun die meisten Waffen, wenn man gut trifft. 308 ist eigentlich auch ein gutes Kaliber. Kann man eigentlich gute Range mitschießen hier in Deutschland. Für alles ausreichend. Für den Fuchs vielleicht schon ein bisschen hart, aber kommt natürlich auch darauf an, welche Munition man verwendet, ohne dass der explodiert. Das wäre natürlich immer schlecht. Aber im Zweifel ist er dann auch tot, von daher, wenn man das Fell nicht verwerten will, soll es auch egal sein. So, davor liegt erstmal unser Hirsch. Also ein Grizzly, zwei Hirsche bis jetzt am Start. Sammeln wir den noch schnell auf, aber ich glaube, da hinten, guck mir das mal an, ich glaube, das war ein weiblicher Wapiti. Kann ich zwar noch nicht sehen, aber ich kann, glaube ich, das Gewicht sehen, oder? Kann ich das Gewicht schon sehen? Ich weiß es nicht. Aber daran kann ich das ja grob abschätzen dann. Wenn nochmal ein Trophy-Shot von dem Hirsch. Das ist Toffel natürlich irgendwo am Arsch der Welt. Komm her, mein Freund. Schön auf den Hirsch drauf. So. Alter, die haben es aber heute mit den Köpfen, ne? Ah, krieg ich den Grasbüschel dann weg? So halb.
So. Haben wir das auch erledigt? Ach, guck mal, wie viele Vapitis hier da langgezogen sind. Das ist echt der Wahnsinn. Also der Hochsitz hier, der ist echt Gold wert. Ne? Wenn du mal Maultierisch ist, das ist gar kein Vapiti, Freunde. Auch ein Bock. 135 Kilo. Ich glaube, von dem Vapiti sehe ich ihn noch gar nicht. Ne, das ist ein Vapiti. Aber guck mal, doch, der ist weiblich. Das heißt, den habe ich gesehen. Das war dann wahrscheinlich der, der im Wasser langgezogen ist. Aber ich glaube, den da hinten habe ich nicht gespottet. Würde mich stark wundern. Aber gut, wenn ich das Gewicht nicht sehe, dann bringt mir das da eh nichts. Dann kann ich eh nicht ausmachen, ob der männlich oder weiblich ist. Wenn ich ihn nicht gespottet habe, war das derselbe? Nee, kann nicht sein. Der ist wahrscheinlich hier rausgezogen. Wobei flüchtend. Oder habe ich den doch gespottet? So schnell. Das war der hier, den ich mir markiert habe. Da war der doch nicht am... Was war da vorne? Springt er. Da vorne war er. Wahrscheinlich war das aber wieder ein anderer. Ich glaube nicht, dass der hier... dann tatsächlich noch so nah dran war, wage ich fast zu bezweifeln. Aber das sah auch nach dem weiblichen aus. Vorne ist noch eine Fährte. Ich suche gerade die Fluchtfährte. Das ist die von dem anderen. Hier müsste die von dem gerade sein. Alles voll mit Fährten. Hier sind so viele Tiere. Keine Ahnung. Guck mal, ich finde schon nicht mal mehr die Spur hier. Der ist aber wahrscheinlich irgendwo anders geflohen. Hier ist die von gerade wieder. Aber der ist nicht mehr weit. Der ist nicht mehr weit, Freunde. Wenn er nicht gleich wieder zu flüchten übergeht. Was natürlich durchaus passieren könnte, weil einer abgesprungen ist. Kann sein, dass der den hier mit hochgemacht hat. Aber vielleicht sehen wir den noch. Na, hier flüchtet er schon wieder, oder? Ne, trabend ist er. Ist den Hang da hochgezogen. Immer noch Tram, der ist so nah. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der ist locker flüchtend schon wieder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch irgendwo da steht. Scheiße, das ist jetzt hier die Fluchtspur, ne? Ja. Habe ich mir gedacht. Hierher. Ne, warte, hierher. So, Schlappi kommt, das heißt, ich guck doch. Schlappi ist ja schon. Toffel. Schlappi ist mein anderer Hund. Ich gucke jetzt noch einmal über den Hang. Vielleicht sehen wir da auf der Wiese was stehen. Auf der anderen Seite ist so eine kleine offene Fläche. Könnte sein, dass sie dahin geflohen sind. Oder wir nehmen einfach den Maultierhirsch, der ziehend ist und uns ruft. Aber schwierige Situation hier. Ich müsste vielleicht ein bisschen versuchen, hier rüber zu kommen. Damit er da unten irgendwo durchs offene Gelände zieht. Aber ich glaube, der steht sogar auf dem offenen Gelände. Nur ich sehe ihn halt nicht, weil ich so schräg hier drauf stehe. So. Ich glaube, wenn ich den von hier irgendwie call, dann sehe ich den halbwegs früh, sag ich mal. So zumindest die Theorie.
Da callt auf jeden Fall zurück. Der ist gar nicht mehr so weit. Steht irgendwo da unten drin, glaube ich. Warte, manchmal kippen wir die Stelle da. Aber sowas von. Aber genau in dem Gestrüpp, ne? Den will ich erst sehen, wenn er richtig nah ist. Genau in dem Gestrüpp da drin, das gibt's da wieder nicht. Warte mal, sehe ich von hier ein bisschen mehr. Ja, das geht schon wieder besser hier. Hoffen wir mal, dass er hier rüber kommt. Werde ihn nochmal callen. Da unten ist er. Da unten zieht er, der Freund. Und auch der liegt direkt. Das sieht 3 und 8 natürlich vollkommen in dem Element. Ah, er kommt schon. Schlappi ist direkt am Start, sobald man hier einen schießt. Aber am Hochsitz glaube ich tatsächlich nicht mehr. Also könnt ihr tatsächlich mal zum Hochsitz mitnehmen. Gerade wenn du so längere Ansätze machst und danach die ganzen Nachsuchen hast, falls du mal nicht triffst mit dem Bogen so ordentlich. Da lohnt sich das doch auf jeden Fall. Aber wir gehen jetzt erstmal den Hirsch hier ein. Dann haben wir drei Maultierhirsch-Männchen geschossen. Das ist auch mal ganz ordentlich. Und ein Grizzly kann sich sehen lassen. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Toffel hat Glück gebracht, haben ordentlich Anblick gehabt, ordentlich Tiere geschossen und auch die Nachsuchen hat er erfolgreich gemeistert. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Weidmannsheil. Macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.